Wie gut war eigentlich Niko Kovac als Spieler? Er war der erste einer langen Abfolge von fantastischen kroatischen Mittelfeldspielern, wie beispielsweise Ivan Rakitic oder Luka Modric. Kovac spielte über ein Jahrzehnt lang bei deutschen Spitzenclubs wie Bayern München, dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Das ist seine Geschichte. Niko Kovac wurde am 15. Oktober 1971 im Berliner Stadtteil Wedding geboren. Seine Eltern stammten aus dem ehemaligen Jugoslawien und so besitzt der aktuelle Trainer des VfL Wolfsburg auch bis heute nur einen kroatischen Pass. Er begann wie sein Bruder Robert seine Karriere bei Rapid Wedding und wechselte 1991 zur kleinen Hertha nach Zehlendorf. Anschließend zog es ihn zum damaligen Zweitligisten Hertha BSC. Beim Hauptstadtklub entwickelte er sich in den kommenden Saisons zum Führungsspieler, jedoch sollte der alten Dame der Aufstieg in die erste Bundesliga bis zu Kovacs Abschied nicht gelingen. Um endlich erstklassig spielen zu können, wechselte Kovac im Sommer 1996 für umgerechnet 550.000 Euro nach Leverkusen. Im gleichen Sommer verpflichtete der Bayern-Manager Rainer Kallmund neben Niko auch dessen Bruder Robert Kovac vom 1. FC Nürnberg und sorgte somit für eine Vereinigung der Kovac-Brüder. Beim Werksklub konnte der Sechser erste internationale Erfahrung in der Champions League und dem UEFA Cup sammeln. Außerdem wurde er im Jahr 1999 mit Bayer, wie sollte es auch anders sein, Vizemeister. Nach zwei Jahren wechselte der Kroate ablösefrei zum Hamburger SV. In der Hansestadt spielte der defensive Mittelfeldspieler groß auf und hatte mit seinen Leistungen großen Anteil an der besten Hamburger Platzierung seit der Saison 1986-87. Kovac wurde meist als defensiver Mittelfeldspieler vor der Abwehrreihe eingesetzt und überzeugte dort durch seine aggressive Zweikampfführung. Aufgrund dieser konnte er trotz seiner Größe von nur 1,73 Meter gegen körperlich überlegene Spieler bestehen. In der Offensive war der Kroate vorwiegend mit dem Spielaufbau betraut. In diesem Bereich bestach er neben seiner simplen Art der Ballverteilung auch durch seine Sicherheit am Ball. Kovac machte nur selten Fehler und schaltete sich zudem mit dynamischen Läufen in die Offensive ein. Für seine Torgefahr war er jedoch nie bekannt. Niko Kovac bezeichnete einst sich selbst als Teamspieler und keinen, der als Einzelner glänzt. Für einen Titel reichte es in Hamburg allerdings wieder nicht und so verließ Niko Kovac den HSV nach zwei Jahren Richtung München, wo er abermals auf seinen Bruder Robert traf. Der Wechsel zum deutschen Rekordmeister kam im Vorfeld aber nicht sonderlich überraschend. Beide kroatischen Nationalspieler wollten gerne wieder in einem Team zusammenspielen und innerhalb Deutschlands kam bei einem Wechsel nur der FC Bayern in Frage, sagte Robert Kovac. Uli Hoeneß war beeindruckt von der Spielweise des damals 29-jährigen Mittelfeldspielers und lotste ihn für die Ablösesumme von umgerechnet 5,5 Millionen Euro zum in dem Jahr amtierenden Champions-League-Sieger. Für Kovac, welcher bereits in jungen Jahren großer Fan der Münchner war, ging damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. In seiner Jugend zierten unter anderem Poster von Karl-Heinz Rummenigge die Wände seines Kinderzimmers. Beim FC Bayern gewann er in seiner ersten Saison den Weltpokal, wo er im Spiel gegen den argentinischen Spitzenclub Boca Juniors 77 Minuten auf dem Platz stand. Unter Trainer Ottmar Hitzfeld holte der Abräumer in der Saison 2002-2003 seine erste deutsche Meisterschaft. Wenige Tage später komplettierte der Rekordmeister das Double mit dem Sieg im DFB-Pokalfinale über den 1. FC Kaiserslautern. Allerdings war der gebürtige Berliner in den zwei Jahren in München kein unumstrittener Stammspieler und so wechselte er im Sommer 2003 zurück in seine Heimat Berlin. Der Hertha war in seiner Abwesenheit der Aufstieg in die Bundesliga geglückt und mit dem Kroaten gelang dem Hauptstadtklub in der Saison 2004-2005 sogar mit Platz 4 die Qualifikation für den UEFA Cup. Insgesamt machte Kovac bei seinem zweiten Anlauf für die Blau-Weißen in 90 Spielen 9 Tore. Nach drei erfolgreichen Saisons in Berlin zog es den Kroaten zum Ende seiner Karriere noch nach Österreich zum FC Red Bull Salzburg. Beim neureichen Club aus der Mozartstadt spielte er an der Seite von ehemaligen Bayern-Spielern wie Alexander Zickler und Thomas Linke. Außerdem wurde er von Trainerlegende Giovanni Trapattoni gecoacht. Der defensive Mittelfeldspieler wurde schnell zum Kapitän der Roten Bullen und konnte sein Team zu zwei Meisterschaften in drei Jahren führen. Nach dem Ende der Saison 2008-2009 beendete er seine Karriere als aktiver Fußballer und wechselte in die Trainerabteilung von RB Salzburg, wo er den Posten als Trainer der zweiten Mannschaft von einem gewissen Adi Hütter übernahm.
In der Nationalmannschaft debütierte Kovac für die zu diesem Zeitpunkt noch junge kroatische Fußballnation im Jahr 1996. Für sein Land erzielte er bis zu seinem Rücktritt als Nationalspieler in 83 Spielen 14 Tore. Die Erfolge im Trikot der Nationalmannschaft blieben Kovac allerdings verwehrt. Leider verpasste der Abräumer verletzungsbedingt die Weltmeisterschaft 1998. Ohne Kovac gelang Kroatien bei der WM in Frankreich mit Platz 3 die bis dahin beste Platzierung bei einem internationalen Turnier. In der Folge konnte der gebürtige Berliner sein Land allerdings noch bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 repräsentieren. Die Gruppenphase überstanden die Kroaten allerdings nur bei der Europameisterschaft 2008. Jedoch war auch bei diesem Turnier bereits im Viertelfinale gegen die Türkei Endstation. Im Elfmeterschießen kam Kovac dabei nicht zum Zug. Der Höhepunkt seiner Nationalmannschaftskarriere war ohne Zweifel die WM 2006, wo er Kroatien gegen das Star-Ensemble aus Brasilien in seinem Wohnzimmer, dem Olympiastadion in Berlin, aufs Feld führen durfte. Heute ist Niko Kovac ein erfolgreicher Trainer und konnte unter anderem den DFB-Pokal und die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Besonders in Erinnerung bleibt dabei der Pokalsieg 2018 mit Eintracht Frankfurt, wo er gegen seinen ehemaligen Verein Bayern München mit 3:1 gewinnen konnte. Im Jahr 2022 bildet er in der kommenden Bundesliga-Saison zusammen mit seinem Bruder Robert das Trainergespann beim VfL Wolfsburg. Was sagt ihr zu Niko Kovac? Schreibt es in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.